Josua im 23. Kapitel, da lesen wir diesen letzten Aufruf von Josua an das Volk. Und dieser Aufruf hat mich wirklich beschäftigt. Er hat mich wieder neu ermutigt und mich dazu angehalten, wirklich das auch ganz ernst für mein Leben zu nehmen. Da heißt es, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Das ist eine Aufforderung auch für mein Leben. Ich habe schon einen Weg mit Jesus zurückgelegt und trotzdem gilt auch diese Aufforderung mir. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es schon getan habt. Immer wieder gab es ja auch für das Volk Herausforderungen. Bollwerke, die der Feind dem Volk in seinem Zug durch die Wüste hingestellt hatte, wo es schwierig war, durchzukommen. Vielleicht erlebst du das in deinem Leben auch. Wirklich Kräfte, die dich zurückhalten wollen, wo es keinen Durchbruch zu geben scheint, wo du betest und du sagst irgendwie, ich weiß auch nicht, die Kraft fehlt mir. Und so spricht Josua auch zum Volk und sagt, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gekämpft hat. Der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gekämpft hat. Der Herr, dein Gott, ist es, der viele Kämpfe in deinem Leben schon für dich gekämpft hat. Vielleicht schaust du zurück auf dein Leben und sagst, ja, da gab es Situationen, über die habe ich heute ein Zeugnis, weil Gott für mich gekämpft hat. Und wenn du heute sagst, ich bin heute einfach wirklich schwach und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, verlass dich darauf. Gott wird deine Kämpfe für dich kämpfen und mit dir kämpfen. Du sollst ein Zeugnis haben über die Herausforderungen, die in deinem Leben sind. Josua sagt dem Volk, er wird deine Feinde vor dir ausstoßen und vor dir vertreiben und du wirst dieses Land in Besitz nehmen. Das spricht davon, dass du in eine neue Situation hineinkommen wirst, wo du dein Land, was Gott dir verheißen hat, wo du es im nächsten Schritt und im übernächsten Schritt wieder in Besitz nehmen wirst. Vielleicht ist die Situation, in der du jetzt bist, kurzfristig. Der Herr kämpft für dich. Du bleibst stehen. Du richtest dich nach dem Herrn aus. Und er wird deine Feinde vor dir vertreiben. Vielleicht sind da dämonische Strukturen, Dinge, die dich gefangen halten, Süchte, irgendetwas, was dein Leben ausbremst. Gott wird für dich kämpfen, Gott wird mit dir kämpfen und er wird deine Feinde vor dir ausstoßen. In dem Kapitel geht es weiter, dass es heißt, ein Mann von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Das ist die gleiche Nachricht. Der Herr kämpft für euch, aber du sollst auch stehen und im Glauben die Dinge in Anspruch nehmen und die Feinde aus deinem Leben vertreiben. Oft ist es so, dass der Herr den Weg bahnt, aber er möchte, dass wir selbst auch die Dinge in unserem Leben, die uns ausbremsen, die uns aufhalten, wo wirklich schlechte Gewohnheiten sind, schlechte Gedanken sind, schlechte Ausrichtungen sind, dass wir diese Feinde aus unserem Leben vertreiben, dass wir sie verjagen aus unserem Leben. Einer verjagt 1000. Der Herr wird für dich kämpfen, aber er möchte auch, dass du ermutigt bist durch sein Wort und aufstehst gegen die Dinge, die in deinem Leben wirklich nichts zu suchen haben, die wirklich nicht gut für dich sind. Ich möchte dich sehr ermutigen, an dieser Geschichte von Josua und dem Volk Gottes ein Beispiel zu nehmen, dass du sagst, ja, ich glaube, der Herr wird für mich kämpfen. Er wird den Feind vor mir vertreiben. Aber ich werde auch aufstehen. Ich werde im Glauben ganz neu meine Position einnehmen. Ich werde im Glauben aufstehen und handeln und ich werde den Feind aus meinem Leben zurückdrängen. Ich werde den Feind austreiben aus meinem Leben. Wir beten, dass du Glauben hast, dass der Glaube in dir aufsteht, gerade wenn du dieses Video jetzt hörst,
dass Glaube in dir aufsteht, dass du von Gott die Kraft bekommst und die Ausrichtung bekommst, gegen den Feind in deinem Leben aufzustehen. Gott hat mehr für dich.